Aufruf. Wir haben ja nächsten Monat, am 19. April, ist in Basel zum Jubiläum 75 Jahre LSD unser Symposium. Ein eintägiges Symposium, das ist schon lange komplett um Mio ausverkauft. Ja? Wir haben also am 19. April in Münchenstein bei Basel im Hotel Hofmatt dieses eintägige Symposium mit hochkarätigen Referenten. Ihr könnt auf die Internetseite gehen, wenn ihr wollt. Und es gibt dafür keine Karten mehr. Aber wir haben Videostreams der Veranstaltung. Ja? Nicht im Internet, wo man die jetzt gucken kann, das gibt es dann nachher, sondern live. Während der Veranstaltung könnt ihr euch also einen Livestream ansehen von den Vorträgen, unter anderem in Berlin. Das haben dort die Kollegen um Joe Schraube organisiert. Und er selber, Joe Schraube aus Berlin, wird euch jetzt mal erzählen, warum es sich lohnt, für wenige Euros ein Ticket zu erwerben und da beim Livestreaming unseres Symposiums dabei zu sein. Ja, das Symposium wird organisiert von uns vom Nachtschatten Verlag in Zusammenarbeit mit der Gaia Media Stiftung und der SEPT, der Schweizer Ärztegesellschaft für psychologische Therapie. Und wie gesagt, nach 3 Wochen waren die Tickets, 300 Tickets hatten wir circa, waren komplett weg, aber die Anfragen reißen nicht ab. Alle wollen gern dieses Symposium erleben und deshalb haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, per Livestreaming dann doch noch dabei zu sein. Und wir werden euch auch in der kommenden Woche in der nächsten Nachtschatten-Television darüber noch einiges erzählen, auch offizielle Infos geben. Jetzt erzählt euch Joe Schraube, warum es in Berlin sich lohnt, dabei zu sein. Unten in der Videobeschreibung seht ihr einen Link, wo ihr die Tickets zum Streaming in Berlin ordern könnt. Ja? Und nach Joe Schraube als Rausschmeißer für heute kommt noch der aktuelle Spot von der Cannatrade, die dieses Jahr im Frühling stattfinden wird, jetzt auch bald in Zürich Earlycon und guckt euch den Trailer einfach mal an, vielleicht ist es ja was für euch. Europas dienstälteste Hanfmesse, diesmal an einem neuen Ort mitten in Zürich. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur Nachtschattentelevision, ich freue mich auf euch und bis dahin bleibt mir gewogen, macht's gut und tschüss. Dieses Jahr feiern wir den 75. Jahrestag der LSD-Entdeckung. Und schon im Herbst letzten Jahres fing ich an, hier in Berlin einige Leute anzurufen, ob wir da nicht was machen wollen. Und von einigen Leuten kam die Antwort, so Matthias Bröckers, Hans Kusto, Markus Berger. Gute Idee, aber wir sind da schon in Basel zu einer Konferenz, denn der Nachtschatten Verlag, Gaia Media Stiftung und die SEPT organisieren da auch einen großen Event. Gut, wir haben hier erstmal in Berlin parallel organisiert. Wir dachten da so an ein Bicycle Day, psychedelisches, buntes Fahrradfahren, so eine Art Fahrraddemo. Dann kam irgendwann die Webseite raus von den Leuten in Basel und es ist echt ein tolles Line-up. Wir waren beeindruckt und begeistert von den tollen Sprechern und Referenten, die da so rangekommen sind. Und wir haben auch gehört, dass innerhalb von 3 Wochen die Konferenz in Basel ausverkauft war. So entstand die Idee, hier in Berlin einen interaktiven Kongressraum zur Veranstaltung in Basel zu machen. Also das heißt, wir werden die ganzen tollen Vorträge von Basel nach Berlin livestreamen. Wir werden uns hier versammeln. Und wir werden auch interaktiv verbunden sein, also man kann in Berlin auch Fragen stellen an den Vortragenden. Wir werden uns gegeneinander sehen und die Idee, sich digital zu vernetzen, die passt ja auch irgendwie zu der Substanz. Alle, die schon mal auf einem psychedelischen Kongress waren, wissen wahrscheinlich, dass eine ganz auch wesentliche Sache an dieser Veranstaltung ja auch ist, dass man sich trifft, dass man schaut, wer so da ist, dass man neue Psychonauten kennenlernt. Und wir haben dann hier in Berlin mit dem Essentis einen schönen wirklich Ort dafür gefunden. Alle, die schon mal auf einer NTO Science waren, kennen den Ort. Also wir haben Platz vor der Veranstaltung in der Mittagspause, am Abend Musik zu hören. Wir haben ein bisschen psychedelische Kunst da und man kann vielleicht sogar draußen sitzen, wenn es schön ist. Also meine Einladung an alle lautet, 75 Jahre LSD, lasst uns das feiern und kommt nach Berlin.